Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 im letzten Part. Also, diese Geister sehen hier ein bisschen zu realistisch aus, finde ich. Man weiß nicht, ob das jetzt wirklich Geister oder Gegner sind. Das war im ersten Teil offensichtlicher. Egal, im letzten Part haben wir einen kleinen Taktikwechsel gebracht. Unter dem folgen wir jetzt. So, Bogenschütze rausnehmen. Wieso, wie siehst du den an? Ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich eine Stärke mehr habe und die gescheite Waffe tragen kann. Habe ich aber nicht, da rechte ich, dass ich am Anfang so ein bisschen Quark geskillt habe, weil ich nicht wusste, worauf ich gehen soll, weil ich keine Waffe hatte. Banditenmesser. Nee. Achso, nein. Achso, ich bin noch im Menü. So, die ganzen Leute, die aufstehen, ignorieren wir jetzt mal und gehen einfach direkt zum Boss. Na gut. Geschenkte Seele wollte ich gerade noch. Hallo? Kann ich mal bitte wieder? Drehst du dich vielleicht mal um? Ich wollte gerade sagen, geschenkte Seele können wir ja mitnehmen. Dann stand der Wichser natürlich auch auf und hat mich gestaggert und ich kam nicht mehr raus. So. Egal, also erstmal gegen Boss fahre ich mir sowieso meistens. Also nutzen wir es einfach mal zum Scouten. Oh Leute, das war kein Bossnebel. Ach so. Hallo Skelett. Stehst nicht auf, okay. Wow. Das ist. Wow. Ich nehme kurz die Hand vom Controller. Hinterhalt voraus. Ava! Mit den Sprungangriffen rafft der, glaube ich, heute nimmer. So, was haben wir denn hier drin jetzt alles Schönes? Oh, noch ein. Nein! Auch noch irgendein Loot? Was sieht da in der Vorratskammer aus? Ja, da ist Loot. Holzbolzen. Wow. Oh, der hat einen Zweihänder, das ist neu. Deren Angriffsanimation ist echt nervig. Ach lol, mein erstes Lass ist ja leer. Sprung! Angriff! Meine Fresse! Gottes Willen. Das war hart unnötig. Der hat das Symbol von der Feuerhüterin aus seiner Rüstung gehabt, sehe ich gerade. Aber hey, mal andere Gegner. Na guck, vielleicht komme ich diesmal so weit, ohne meine beiden Estus-Flasks zu verbrauchen. Dritter wäre mal schön. War wieder kein Sprungangriff. Danke. Gott, das sind normale Gegner. Die mich mit Banditenmessern vollkotzen. Es ist und bleibt absolut affig. So, du stehst auf. Du stirbst. Du lootest. Du stehst auf. Und stirbst. Du stehst auf. Und stirbst. Danke. Und weiter.
bin an der Ecke mit der Axt hängen geblieben, ernsthaft. Nein, das mit den Sprungangriffen kriegt er heute nicht mehr geschissen. Dazu ist er zu gekommen. Hallo? Ja! Ja! Und wieder kein Estus Flask. Ich habe keinen Bock, jetzt hier einen Lebenstein zu verbrauchen. So, dusche bitte auch einmal. So, weg mit dir. Oh, der hat was gelootet. Nur scheiße, aber es wird etwas gelootet. Jo. Lass mich raten. Schlechter als mein Helm. Selbstredend. So, Loot kommt natürlich nicht wieder. Damit ist hier drin auch nichts mehr. Was steht denn da für einer? Wo zum Fick kam der her? Ich habe seine Schritte zwar gerade gehört, mich deswegen noch umgedreht, aber... Hä? Von wo kam der? Von da oben? Nö. Lebenstein. Gerade gut, von denen hätte ich mal gern wieder welche. Steht hier einer? Nee. Wand ist hier auch keine. Also scheinbare. Dafür gleich wieder so ein Hanswurst mit einer Brandbombe. Okay. Fallangriffe sind schwerer Angriff. Jetzt wissen wir es eindeutig. Ach halt, ich hab ja. Da ist ein Schütze. Da geht's hoch, okay. Hier steht keiner. Wand? Nein. Nein. Das mit dem Draufschlagen auf Wände hat mir besser gefallen. Diese Sprintangriffe von denen sind so nervig. Zauberrune? Was macht das? Achso, ist eine Bombe. Eine magische Bombe. Nehme ich. Bonfire wäre nice. Hat nämlich wieder genug für ein Level-Up. Oh, ah, Händler! Ja, hi! Ups, das habe ich geskippt. Ja, man merkt, ich hätte hier ganz eindeutig vorher her sollen, bevor ich in die Werft gehe. Müll, 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 Müll. Mhm. Was ist das? Leuchtkäfer. Pharos-Apparat, das ist wahrscheinlich wieder wie das... Stellt versteinertes Leben wieder her. Ah, das ist sowas wie... Ach nee! Okay, jetzt weiß ich, wofür ich das Ding brauche. Scheiß auf die Seelen für das Level-Up, das ist wichtiger. Ja. Wie komme ich an dich ran? Kann ich dich runterschießen? Oh, da geht's weiter. Ja gut, dann gehen wir weiter. Das war mal runterrutschen, dieser Knopf. Und nicht runterspringen.
Wollt's nur mal gesagt haben. Okay, also Plan, wir holen jetzt 1000 Seelen. Ah, so. Weiß mich nicht an. Man kann auch nicht mit mir reden. Oh, du greifst mich an. So, was ich gerade sagen wollte. Plan, 1000 Seelen sammeln und dann zurück zum Schreinporten. Ich ignoriere den Typen da mal. Und der nichts macht. Der eiert da rum. Ne, der steht auf, okay. Da unten ist mir ein bisschen viel Feuer. Gehst du auf? Ja, nein. Hä? Achso, da geht's weiter. Nebel. Wahrscheinlich Bossnebel, weil direkt neben dem Leuchtfeuer. Beziehungsweise das wäre ziemlich sozialer Bossnebel, wenn der direkt wirklich so direkt am Leuchtfeuer wäre. Also diese Tipps sind echt weird. Nein, schade, kein Bossnebel. Weil das wäre ein echt sozialer Bossnebel gewesen. Also wirklich direkt am Leuchtfeuer. Womit ich das Problem schon ausgesprochen habe, es wäre sozial gewesen und das ist dieses Spiel nicht. Hm. Oh, Schildkröte. Die ich nicht backsteppen kann, vermute ich. Wieso drehst du dich denn um, wenn ich ausweiche? Jo, genau. Das klappt. Das klappt nicht, weil er mal wieder nicht das macht, was ich drücke. Okay. Lebenstein. Der Schildkrötenopa hat nichts gelootet. Na gut. Na komm, ich habe wieder ein paar Lebensteine gekriegt. Nochmal eine Estusscherbe wäre echt nice. Komm schon! Wie viele Bogenschützen sind denn hier? Das sind wahrscheinlich Sprengfässer. Wo? Da. Nee, da! Komme ich da hoch? Ah, so komme ich da hoch. Ach ja, die Brandbomben-Oschis. Da ist gerade irgendwas gelandet. Nee, um die Krähe rumgeflogen. Nicht gelandet. Hi! Hallo, Miniboss. Ist das ein Spektraler? Der schwebt. Oh Gott, der hält aus. Wenn ich jetzt abhaue, was passiert dann? Wieso bist du wieder da? Achso, klar, weil du nie tot warst. Der verfolgt mich nicht. Hm. Weil ich mache dem Typ keinen Schaden, das kann ich vergessen. Höhlensoldatenschild. Ist der besser als mein aktueller? Wahrscheinlich nicht.
Also in der Offensive ja, aber in der Defensive nicht. Der hat 80 Urichi Schaden. Ja, der ist besser hier. Jetzt sehe ich auch den Wert für die Schadensreduktion endlich. So sollten sich Kisten nicht verhalten. Aber sei es drum. Ha. Ich werde nochmal sterben, weil ich eine Leiter so runtergehen will. Sehe ich jetzt schon. Da hockt jemand, dessen Kopfanimation rumbackt. Das sind Ballisten, okay. Ich habe gerade noch das mechanische Klicken gehört. Ja, ist gut. Ach ja, hier war ja nur die Leiter. So, weg mit euch. Mit ein bisschen Glück waren das die, die die Balliste bedient haben. Kann man die so abfeuern? Ja. Cool. Aber jetzt bedient hier keiner mehr die Ballisten, das heißt, ich kann den Loot in Ruhe aufheben. Blauer Holzschild. Und ein großer Seelenpfeil. Ah, das sind Zauber. Sieht ja wieder viel zu viele Wege. Ich gehe jetzt mal den anderen noch ab. Schon wieder ein ganzer Haufen Oschis. Und mal wieder einer mit Brandbomben. Alles andere wäre ja langweilig. Lanzenträger mit Schild, die habe ich schon fast vermisst. Du. Wie kommst du hier hoch? Hier vielleicht? Hier drin ist keiner. Hier ist Sonne. Eine Menge Sonne und Loot. Lebensstein und Heimerknochen. Du sagst angreifen und dann irgendwas. Okay. Warte. Ich wollte irgendwas bekommen. Das war komisch. Ah, da stehen welche. Da ist eine Tür, die wahrscheinlich nicht von dieser Seite aufgeht. Ja. Okay, vielleicht geht sie von dieser Seite auf, aber sie ist einfach nur verschlossen. Komm schon, als ob. Wie schnell greift denn der an? Oh, da ist Nebel. Arschig genug, um Bossnebel sein zu können. Das ist ja so ein Schildkröten-Opa. Den man nicht staggern kann übrigens. Och nö. Das waren viele Seelen, ich habe keinen Bock, die zu verlieren. Ich hätte einen Hammerknochen benutzen sollen. Wäre besser gewesen. Naja, zu spät. Und nochmal, welcher Vollhorst hat das für eine intelligente Mechanik gehalten?
Wenigstens killt mich das nicht. Wenn ich deswegen jetzt die 2000 Seelen verloren hätte, dann wäre echt Ende im Gelände gewesen. So, komm her. Dich braucht hier keine Sau. Dann du standest auf. So weit, so gut. Hier waren die... Oh, du bist auch noch aufgestanden. Natürlich ist dein Angriff noch durch. So, jetzt die entscheidende Frage. Respawn die Schildkröten-Opas. Ja. Oh, löst überhaupt keine Leiter. Sah bloß so aus. Du sollst ausweichen, nicht angreifen! Und dass aus dem Runterrutschen dieses beknackte Abspringen geworden ist, ist auch dezent nervig. So, voll YOLO-Modus, weil ich will die Seelen haben. Und da ist Loot. Okay. Elebarde! Aber. Das ist eine miserable Kampfarena. Jo, es war klar, dass genau das passieren würde. Ich habe keinen Bock, nochmal gegen die Schildkröten-Opa zu kämpfen und zu sterben. Das ist das Problem. Ich hätte da nicht hochrennen sollen. Beziehungsweise. Ich probiere mal was. So, wie viel magischen Schaden der nämlich kriegt. So, jetzt kommst du nochmal. Wenn ich euch staggern kann, gibt es ja kein Problem. Nur die man nicht staggern kann. Und den Schildkröten-Opa kann man leider nicht staggern. So, wo ist der andere? Ah, da. Moment, wo kam der her? Von hier? Kam der jetzt schon wieder her? So, der stand da oben drauf. Komm ich da drauf? Nee. Nicht versuchen. Wieso rollst du denn jetzt? Und 3000 Seelen für den Arsch. Schönen Dank. Wow! Einfach nur wow. Kann ich jede Bade eigentlich halten? Nee. Ich war noch im Menü. Naja, der eine Schlag macht ja nicht viel Schaden. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Wo steht der Hans los mit dem Zweihänder? Von wo kommt der? Jetzt nicht. Komisch. Aber wenn es jetzt eh egal ist. Kann ich auch mal gucken, was hier so ist. Fackel, aber.
ein Pfeil ist hier. Oh Gott, von wo? Höhleninfanteriehelm, ganz toll. Weil das ist dieses Mal kein Höhlensoldatenhelm, sondern Höhleninfanteriehelm, also. Zumindest mal. Nee, es war das gleiche, okay. Toll, und jetzt? Hier runter? Oh, ja, tatsächlich. So, und jetzt komm du mal her, du Affe. Klären wir erstmal hier alles. Nächster Hanswurst. Alter, steht ja auch mal irgendwo kein Bogenschütze. Komm ich denn überhaupt ran? Von da. Oh, das Loot. Okay, da ist ein Felsen. Da ist ein Felsen. Warum auch nicht? Wechseln wir dich gleich, bevor du nochmal nervst. So, tschüss zu dir. Du rippst auch einmal bitte. Dann. Wie komme ich da jetzt am geschicktesten hin? Wieder so eigentlich. Schlag halt fünfmal daneben! Und er läuft an der Wand hängen. Zielt der diesmal nicht auf mich. Den Loot will ich jetzt haben. So, du stirbst. So, der ist mal nur auf mich gezielt, weil er da unten mal runtergeflogen ist. Auch ein Bogenschütze. Da kümmern wir den Typen da oben zuerst. Und hier kommt kein Felsen? Nein, gut. Lebenstein. Schön. Hallo, bewegst du dich bitte? Und jetzt? Ah. Okay, sind wir wieder hier. Dann jetzt darum. Oh, der hat was gelootet. Höhlensoldatenstulpen. So, dann hier rum und hier vor dem Felsen aufpassen. Und dann nochmal? Nee. Ist hier weitergerollt. Egal, Loot. Menschenbild. Was ist denn hier oben? Das ist keine Hülle. Du bist aber eine.
Gelbes Kraut, okay. So, jetzt du, hallo. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. Aha. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. Mhm. I'm navigating the continent to create a map. Aha. Weiter? Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was a curse? Something about a curse? Ja, schon mal richtig. How embarrassing. I seem to have lost my focus. Ganz toll. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Toll. I came to this land sometime at Drangling, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Mhm. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. As something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenlik. Now I'm traveling the land to prove it. Aha. Uh-huh. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Geht's dir gut, Kumpel? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps. Alter, der labert, der Typ. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Oh. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Okay. I'll be back in perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Okay. I'll be back. Okay. Perhaps we will meet again and discuss. Hier ist nichts. Ich würde sagen, im nächsten Part da unten weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.